Guten Tag, Ihre Tickets bitte. In Ordnung, okay. Sie können rein. Bitte sehr. Dankeschön, auf geht's, Mädels. Oh, dieses Popcorn ist so gut. Ich kann mich gar nicht losreißen. Ja, ich mag es auch. Ich stimme zu. Ich liebe es, ins Kino zu gehen. Oh nein, ich kann es nicht glauben. Ich habe kein Popcorn mehr. Ich hole mir noch was von mir. Gib das zurück. Du hast doch deinen schon gegessen. Mädels, warum streitet ihr euch? Kate hat meinen Popcorn verschüttet. Was habt ihr denn hier angestellt? Ihr werdet wohl bestraft werden müssen. Raus aus dem Kinosaal. Na los, los, los. Okay. Setzt euch hin. Jetzt passt mal auf. Ich habe eine Challenge für euch vorbereitet. Challenge. Ich glaube, gleich kriegen wir so richtig was zu essen. Oh, eine ganze Dose Skittles. Oh. Können wir schon anfangen? Schauen wir uns erstmal die Karten an. Oh Mann, ich muss die langsamste sein. Und ich bin die schnellste. Ich habe mittlere Geschwindigkeit. Ist okay. Okay. Lasst uns keine Zeit verlieren. Ich fange gleich an. Hm, das ist sogar für mich zu schnell. Ich hab's. So schaffe ich die Skittles in Sekundenschnelle. Aber zuerst muss ich sie nach Farben sortieren. Großartig, das sieht voll toll aus. Schaut, das ist meine Idee. Hm, ich liebe es. Der Strohhalm macht die Sache viel schneller. Wow, meine Zunge ist ganz gelb. Wie cool. Ist egal, ich habe noch andere Farben. Zeig mal. Oh, voll cool. Deine Zunge ist grün. Ich glaube, am Ende ist sie dann lila. Haha, deine Zunge ist bunt. Wenn du fertig bist, dann mache ich weiter. Oh Mann, ich hätte die Dinger nicht hochwerfen sollen. Komm, ich kann dir helfen. Mach deinen Mund auf. Ich treffe mit den Skittles. Jennifer, du triffst ja gar nicht. Alle Süßigkeiten gehen daneben. Ach komm schon, dafür macht's Spaß. Ich würde mich auch gerne amüsieren, aber ich muss noch essen. What? Die Bonbons sind alle. No. Tut mir leid. Oh Mann, ich habe nichts davon probiert. Ich habe noch alles vor mir. Das ist erst mein erstes Bonbon. Mia, bitte, ich flehe dich an. Mach schneller. Sonst werden wir noch alt hier. Ich weiß, ich muss dir helfen. Alles klar. Ich werde dir auch helfen. Schließlich sind wir ein echtes Team. Ich habe euch gar nicht gebeten, mir zu helfen. Das sind meine Bonbons. Kate, beeil dich. Mia will unsere Strohhalme durchschneiden. Das war's. Ich kann nicht zulassen, dass ihr mir meine Skittles stehlt. Oh nein, es ist zu spät. Ich würde sagen, es ist Zeit für eine neue Runde. Und was erwartet uns diesmal? Nutella, was für eine tolle Überraschung. Schnell, nehmt euch eure Karten. Oh Mann, ich hab's nicht besonders eilig. Mal sehen, was ich habe. Cool, ich darf schnellste sein. Und ich habe mittleres Tempo. Okay. Loser. Heute bin ich der Glückspilz. Arme Kate, die wird eine harte Zeit haben. Das wird sie schon schaffen. Übrigens, ich habe bereits angefangen. Aber diese Packung hier... Ah, ich muss sie einfach durchstechen. Hurra, ich liebe es, scharfe Nägel zu haben. Ich liebe den Geschmack von Nutella. Wenn ich dich so ansehe, Mia, kriege ich auch Appetit. Na, da kann man ja nicht gleichgültig bleiben. Ich muss mein Tempo erhöhen. Das sieht nicht gerade toll aus. Ist mir egal. Hauptsache, es gefällt mir. Ich habe noch nie so viel Nutella auf einmal gegessen. Ein wahres Paradies. Gross. Jennifer, deine Hände sind voller Nutella. Ist mir egal. Du bist ja richtig schmutzig. Ich kann das gar nicht ansehen. Dann schau doch nicht hin. Hör auf, mich abzulenken, Jennifer. Siehst du? Ich bin beschäftigt. Ich muss mein Glas öffnen. Das ist gar nicht so einfach.
Oh, wow, ich habe noch so viel Nutella an meinen Händen. Gross. Jetzt muss ich noch alles ablecken. Das Glas ist bereits leer. Wie schade. Aber auf meinen Händen ist noch was übrig. Ich hoffe, das ist bald vorbei. Okay, jetzt bist du dran. Na, endlich. Ich habe so lange drauf gewartet. Ich kann es kaum erwarten, meine Schokolade zu probieren. Wenn du willst, kannst du auch mit mir teilen. Auf keinen Fall. Du hast deine Portion bereits gegessen. Jetzt bin ich dran. Oh, toll. Die fließt mir direkt in den Mund. Ich brauche noch nicht einmal einen Löffel. Willst du vielleicht doch noch mit mir teilen? Willst du? Okay, dann muss ich wohl meinen Ersatzplan benutzen. Haha, sie hat es nicht gemerkt. What? Wieso kommt da nichts? Seltsam. Okay. Boah, bist du naiv. Du hast gar nichts verstanden. Das ist meine Chance. Awesome. Oh Mann, hier kommt schon wieder nichts. Ich muss mich konzentrieren. Lecker. Okay. Alles klar. Mia nimmt mir alles weg. Na gut, ich muss es einfach noch einmal probieren. Ich auch. Aua, das tut weh. Ich hab dich längst durchschaut, Mia. Du hast das bekommen, was du verdient hast. Ich bin fertig mit meiner Nutella. Also bin ich jetzt übrig. Ich muss mich ja nicht beeilen. Ich hab Zeit. Meine Geduld platzt gleich. Danke, dass du mir geholfen hast. Sei nicht nervös, entspann dich. Ich schaff das alleine. Ich befürchte nicht, lass dir helfen. Das war's, komm schon, iss endlich. Das ist so nett von dir. Du bist eine echte Freundin. Dank dir kann ich endlich was probieren. Soll ich für dich den Job übernehmen? Auf keinen Fall, das schaffe ich alleine. Jennifer, wach auf. Ich kann nicht mehr länger hier sitzen. Ich hab's fast geschafft. Na, wie läuft's, Kate? Endlich hast du deine Nutella probiert. Das war köstlich. Danke, dass ihr auf mich gewartet habt. Und wo ist unser Essen? Oh, wow, es gibt Eiscreme. Richtig große Eimer, cool. Ich kann's kaum erwarten, unsere Karten zu ziehen. Oh Mann, ich bin die Langsamste. Und ich kann Gas geben. Ich krieg Durchschnittsgeschwindigkeit. Dann lasst uns mal anfangen. Jennifer, könntest du dich ein bisschen beeilen, bitte? Ich brauche den Löffel auch. Klar, gib mir etwas Zeit. Was machst du da, Mia? Tut mir leid, ich habe keine Zeit zu warten. Ich will das Eis essen, bevor es schmilzt. Ich krieg's nicht raus. Ach, großartig. Ich hab's endlich geschafft. Das sieht aus wie ein riesiges Eis am Stiel. Was ist mit dir los, Mia? Nichts mehr, geht's gut? Mir ist bloß ein bisschen kalt. Oh Mann, du bist hier eingefroren. Tatsächlich? Sie hätte nicht so viel Eis auf einmal essen müssen. Was hast du vor, Jennifer? Willst du wirklich den Gasbrenner benutzen? Das ist doch gefährlich. Ich würde lieber den Föhn benutzen. Come on! Ach, ich kann mich wieder bewegen. Vielen Dank, Kate. Herzlichen Dank. Also, braucht ihr meinen Gasbrenner nicht mehr? Nein, den brauchen wir nicht mehr. Pack ihn weg. Na, endlich ist alles vorbei. Kann ich jetzt auch mein Eis probieren? Ich habe bereits einen tollen Plan. Ich mache mir eine riesige Eistüte. Das wird sicher schön. Wow! Großartig. Ich habe selbst nicht erwartet, dass das so gut sein würde. Wow! Unglaublich. Das ist ja ein Rieseneis. Lass mich auch was probieren. Nein, das Ding gehört mir. Aua, das hat wehgetan. Geschieht dir zurecht. Oh, das würde ich gerne probieren. Tut mir leid, Mia, aber diese Eistüte gehört mir alleine. Ist das köstlich? Ich liebe es. Und vor allem schmeckt das von jeder Seite gut. Oh, das bezweifle ich nicht. What? Oh nein, bloß nicht das. Das Ding fällt.
Wie traurig. Mach dir nichts draus, Kate. Okay, jetzt bin ich dran. Oh nein, mein Eis ist geschmolzen. Wie denn das? Aber ich könnte es jetzt trinken. Pass bloß auf, Jennifer. Keine Sorge. Ich werde versuchen, niemanden zu bespritzen. Die ist ja ganz nass geworden. Aber dafür war das köstlich. Wow! Oh, ein Klicks. Das ist voll wenig. Aber wenigstens besser als gar nichts. Sieht so aus, als wäre jemand richtig hungrig. Aua, sei doch vorsichtig. Du hast mir direkt auf die Stirn getroffen. Ich werde es wieder tun, wenn du mir in die Quere kommst. Bingo. Oh, ich habe mir was einfallen lassen. Pass mal auf. Ich habe Angst. Leg die Säge weg. Entspann dich. Ich will doch nur meinen Trick schneiden. Vorsicht, die Krümel fliegen in unsere Richtung. Das war's. Ich bin fast fertig. Jetzt noch ein letzter Schnitt. Und nun kann ich meinen Schokoriegel genießen. Du hast uns schmutzig gemacht. Sieh dir das an. Oh, tut mir leid. Das war aus Versehen. Hauptsache, alles hat geklappt. Als hätte ich viel mehr Schokolade bekommen. Jedes Stück ist lecker. Super. Zu schade, dass mein Trick schon alle ist. Okay, jetzt bin ich also dran. Weg mit den Verpackungen. So ist besser. Das hast du ja toll gemacht. Dankeschön. Und jetzt kann ich gleich alles auf einmal aufessen. Ich liebe es. Gut, dass ich noch mehr Riegel habe. Bingo. Ach so, ich habe eine Idee. Was willst du mit der Milch? Aua, mein Kopf. Wieso wirfst du die ganze Zeit Dinge nach mir? Sorry, aber ich mache mir gerade eine Schokomilch. Ich glaube, es hat funktioniert. Ich bin mir sicher, dass mit der Schokomilch meine Twix noch besser schmecken werden. Och, was für eine tolle Kombination. Ich würde auch gerne was probieren. Ein anderes Mal. Jetzt bin ich dran. Ich weiß auch schon, was man mit so viel Schokolade machen kann. Ich fange damit an, alle Verpackungen wegzupusten. Wie hast du denn das gemacht? Fantastisch! Und jetzt beginnen wir den Bau meiner Festung. Ich brauche einen Spachtel und natürlich süße Nutella. Ich liebe es. Riecht super. Ich schmier die Nutella auf die Twix und baue daraus einen Turm. Seht ihr, die Nutella hält alles zusammen. Ich bin fast fertig. Fantastisch. Was für ein hoher Turm. Lass uns was davon probieren. Wieso wackelt mein Turm? Was macht ihr denn da? Der Turm wird doch umfallen. Das reicht. Bitte. Oh nein. Ups, das hätten wir wohl nicht tun sollen. Na wartet, ihr könnt noch was erleben. Tut mir leid, wir konnten uns nicht zurückhalten. Gut, dass ich einen Helm getragen habe. Das sind ja Glotzer. Ich würde von meiner Portion nicht im Plural sprechen. Du hast nur ein Auge. Du hast die kleinste Portion bekommen. Na warte, hör auf, mich auszulachen. Ich habe doch nur Spaß gemacht. Na warte, ich werde mich noch rächen. Mal sehen, wie dir mein Streich gefallen wird. Sieht ganz schön gruselig aus, nicht wahr? Hilf mir! Was ist denn hier passiert? Wo kommt das Auge her? Was für ein Albtraum! Macht voll Angst, nicht wahr? Wieso habt ihr mit dem Auge nach mir geworfen? Ups. Ich glaube, mein Streich ist außer Kontrolle geraten. Ich ersticke, ich kann nicht atmen. Es wird Zeit für ein Frühstück. Ich liebe diese Schokokugeln. Ach du meine Güte, ein Auge! Gut, dass das nur ein Scherz war. Ich bin schon fast ausgeflippt. Das Auge ist übrigens richtig köstlich. So schade, dass ich nichts mehr habe. Dann bin ich jetzt dran. Ich hoffe, die Dinger werden mir auch gefallen. Oh ja, das ist köstlich. Ich liebe Fruchtgummi.
no. Hey, Finger weg. Das ist meine Portion. Alle 100 Augen gehören mir. Die sind so schön weich und süß. Super. Genau so mag ich sie. Gibst du uns vielleicht was ab? Du hast so viel. Gib uns bitte ein einziges Auge. Tut mir leid, aber ich habe nichts mehr. Zu spät. Ich fühle mich irgendwie komisch. Oh, was ist denn hier los? Was ist mit meinem Gesicht passiert? Sieht aus, als hättest du zu viel Augen gegessen. Nur ein Chipsstück? Schaut mal, habt ihr jemals 100 Packungen Chips gesehen? Ha, da hat aber jemand Pech gehabt. Das ist sicher. Ich kann das Ding nicht mal heben. Was hat sie vor? Ich brauche ein Vergrößerungsglas. Wieso kann ich das Ding endlich essen? Ich hab's geschafft, das Ding hochzubekommen. Ich werde versuchen, den Genuss in die Länge zu ziehen. Das war's wohl. Das war zu schnell. Das heißt, jetzt bin ich dran. Oh Mann, was für ein guter Deckel. Ich krieg ihn kaum ab. Na komm schon. Sieht aus, als würde jemand hungrig bleiben. Niemals. Ich werde das Ding noch öffnen. Schaut, ich hab's geschafft. Wieso hast du das Ding hochgeworfen? Das werde ich euch gleich zeigen. Oh, voll cool. Das verdient Respekt. Natürlich tut es das. Ich bin ein Meister im Chipsessen. Oh, mein Kopf. Ah, was für Sternchen. Ich glaube, die muss noch ein bisschen trainieren. Okay, das heißt, jetzt bin ich dran. Wir sind auch beste Freunde. Kannst du mir was geben? Aua! Jetzt hör auf, die Dinger nach mir zu werfen. Tut mir leid, ich kann dich nicht hören. Ich glaube, ich lege mich noch mal hin. Das ist so gut. Ich krieg einfach nicht genug davon. Vorsicht, du hättest mich fast geschlagen. Das war's. So kann das nicht weitergehen. Au, das tut weh. Mann, ich habe richtig Glück gehabt. Sie keine voreiligen Schlüsse. Geschieht ihr zurecht. Sie hat das bekommen, was sie verdient hat. Brokkoli, soll das euer Ernst sein? Und ich habe nur einen Kern oder einen Samen. Was soll ich damit machen? Keine Ahnung, ich probiere es einfach. Igitt, ich kann das Ding gar nicht kauen. Was hast du vor? Ich denke, ich muss den Samen pflanzen. Hör auf, uns mit Erde voll zu werfen. Schluss damit. Ich muss ein tiefes Loch graben. Wegen dir sind wir voller Erde. So, genau wie mein Samen. Ich bezweifle, dass daraus was wird. Das werden wir noch herausfinden. Und du kannst so lange dein Brokkoli essen. Das riecht voll eklig. Ich hasse Gemüse. Das ist voll ungenießbar. Gut, dass ich die kleinste Portion bekommen habe. Hey, you. Ach, ich muss dringend was trinken. Gut, dass ich eine Cola habe. Ich fühle mich gleich viel besser. Oh, gib das mal her. Ich muss meine Pflanze gießen. Die braucht Feuchtigkeit. Na, hat's dir geholfen? Oh, meine Pflanze fängt an zu sprießen. Niemals. Super. Jetzt musst du das Ding aber probieren. Guten Appetit. Oh Mann. Ich wusste gar nicht, dass das so enden würde. Besser hätte ich gar nichts erst angebaut. Ich mag keinen Brokkoli. Außerdem bist du jetzt voller Erde. Ich hab's geschafft. Jetzt bist du dran. Ich weiß nicht, wie ich das schaffen soll. Schaut mal, da ist ein Vogel. Ah, die haben mir tatsächlich geglaubt. Die sind so leicht zu täuschen. Weg mit diesem Brokkoli. Mia, du wolltest mich wohl austricksen? Niemals. Ich fange die Dinger auf. Das war's. Ich bin fast fertig. Nur noch ein kleiner Bissen. Und wie sieht's mit dem Rest aus? Den habe ich extra für dich aufgesammelt. Oh Mann, mein Plan ist gescheitert. Na los, lass dich nicht ablenken. Skittles, voll super. Jemand hat die kleinste Portion bekommen. Das klingt traurig, aber ich habe nur ein Bonbon. Verliererin.
Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Ich weiß, was zu tun ist. Wozu brauchst du ein Handy? Das werdet ihr gleich sehen. Ich muss meinen Bonbon ein bisschen vergrößern. Wow, ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Ich habe immer noch ein Bonbon, aber das ist um einiges größer. Wow, so ein Bonbon hätte ich auch gerne. So, jetzt bist du dran. Los geht's. Ich habe auch einen tollen Plan. Ich werde die Dinger mit dem Mund auffangen. Völlig daneben. Macht nichts. Mach dir nichts draus. Ich habe mir was Besseres ausgedacht. Hey, hör sofort damit auf. Das sind meine Süßigkeiten. Ich werde die selber essen. Mit welcher Farbe soll ich anfangen? Oh, es gibt so viele. Mit der hier? Oder lieber mit der hier? Ich weiß, was zu tun ist. Was zum Teufel ist das denn? Noch verstehe ich's nicht, aber die hat eindeutig was vor. Das ist so eine Art Lotterie. Die wird mir sagen, mit welcher Farbe ich anfangen soll. Was bedeutet das orange Bonbon? Nur eine Sache. Ich weiß, was ich wählen soll. Die orangenen Skittles. Na, schmecken sie dir? Oh, total. Und mir ist egal, in welcher Reihenfolge ich die Dinger esse. Kann ich auch an der Lotterie teilnehmen? Mal sehen, was da drin ist. Wow, du hast die Glückskugel gezogen. Ich habe so lange von so einem großen Bonbon geträumt und endlich ist mein Traum wahr geworden. Schaut mal, da sind noch mehr Skittles drin. Kannst du uns was abgeben? Okay. Bitte, bitte? Yes. Aber sicher doch. Schließlich sind wir ja Freunde. Dankeschön. Lecker Schmecker. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.